Hallo, dumme kleine Menschheit, der große kluge Dingsbums spricht. Bei Fuß. Und zwar hat man den Kristallhöhlenmord vorgeschlagen. Und wie gesagt, ich mache immer nur ein Video, wenn ich einen konkreten Beitrag habe. Ich mache keine Erzählungen, sondern es muss immer ein konkreter Beitrag sein. Hier ist es jetzt so, dass ich keinen kriminalistischen Beitrag habe. Aber der Beitrag kann auch so sein, praktisch, dass, also es geht um Folgendes. Wir haben eine Informationslage in den Medien. Zu der trägt auch dieser Petermann bei. Und ich sage, die Öffentlichkeit oder ja, das ist irgendwie Schwachsinn. Was man in den Medien liest, ist Schwachsinn. Und was ich jetzt beitrage, ist eine Einordnung, die fehlt. Also was ich beitrage, ist etwas, das fehlt. Es ist nicht irgendwie, ja, also Unterhaltung, die man jetzt beisteuern kann oder auch nicht, sondern was ich beitrage, fehlt bisher definitiv. Es ist ein unersetzlicher, nicht unersetzlich, sondern ein durch nichts ersetzter so Beitrag. Also, folgendes. Da hat sich ein neuer Zeuge gemeldet. 2019. Und wenn der die Wahrheit sagt, ist der Fall geklärt. Und das müsste, man kann nach der 2019 nicht Artikel schreiben wie vorher, sondern das einzige, was man seit 2019 schreiben müsste, ist entweder, also wenn der Zeuge recht hat, ist der Fall geklärt. Was man aber sieht, ist, dass nach 2019 der Petermann auf das gar nicht eingeht, sondern seine Schwachsinn weiter labert. Und das geht nicht. Ein geistig gesunder Mensch muss feststellen, muss jetzt einfach sagen, okay, der Zeuge ist, den kann man nicht. Das ist das, was auch ich sage. Oft habe ich so entscheidende Beweise für etwas, die kann man nicht ignorieren. Man kann nicht daneben irgendwas anders machen, ohne darauf einzugehen. Man kann sagen, okay, die Beweise sind falsch, aber man kann sie nicht ignorieren. Sie sind, das ist geisteskrank, sage ich mal. Das ist geisteskrank. Manchmal kann etwas zu ignorieren geisteskrank sein. Und das haben wir hin, eine geisteskranke Medienlandschaft. Ich gehe gleich auf den Zeuge ein, zeige noch kurz die geisteskranke Medienlandschaft. Beziehungsweise, was der Petermann damit zu tun hat. Moment.
Der Petermann tritt auch noch ...2021 mit seiner Scheiße auf. Hier zum Beispiel. Der Profiler Axel Petermann führt in der Region Lesungen seines neuen Buches im Auftrag der Toten durch. Das kann man nicht machen. Nachdem dieser Zeuge aufgetreten ist, kann man nicht. Das Buch hat er geschrieben, der Petermann, bevor dieser Zeuge aufgetreten ist. Gut, ich sag mal, ich weiß nicht, ob der was der Petermann genau auf der Veranstaltung alles gesagt hat. Aber das ist etwas, dieser neue Zeuge, der bringt einen total, der verändert diesen Fall total. Und dann, ich sag mal, hätte der Petermann entscheidende Sache zu dem neuen Zeuger gesagt, dann wäre er damit auch zitiert worden. Also davon kann man ausgehen. Also jetzt gehe ich auf das ein, auf den neuen Zeuger. Im Kristallhöhlenmord meldet sich ein neuer Zeuge. Seine Aussagen sind glaubwürdig. Zwei Mädchen kamen 1982 bei Oberried, St. Gallen, gewaltsam ums Leben. Trotz Verjährung elektrisiert der Fall bis heute. Nun meldeten sich ein Zeuge und der ehemalige Hauptverdächtige. Am 31. Juli 1982 verschwanden die 17-jährige Brigitte Meyer und die 15-jährige Karin Gattiker auf einer Velotour. Zuletzt gesehen wurden die Mädchen mittags bei der Abbiegung zur Kristallhöhle. Ein Anwohner hatte beobachtet, wie sie bei der Kreuzung im Weiler Kobelwies standen. Ein paar Minuten später hielt ein silbergraues Auto bei den beiden. Danach verlor sich die Spur der Mädchen. Mehr als zwei Monate später entdeckte ein Wanderer ihre Leichen in der Nähe der Kristallhöhle in Oberried. Alle Spuren deuteten darauf hin, dass sie mit dem Schlag eines stumpfen Gegenstands auf den Kopf getötet worden waren. Bis heute ist der Fall ungeklärt. Obwohl er verjährt ist, ermitteln Menschen aus der Region weiter. Unter ihnen der St. Galler, Thomas Benz. Er engagiert sich in seiner Freizeit in der Interessengemeinschaft Kristallhöhle. Diese organisiert Vorträge zum Fall und bemüht sich um neue Hinweise, wie den eines damals 17-jährigen Automechaniker-Lehrlings. Der Zeuge schilderte Benz seine Beobachtung bei einer Begegnung des Tatorts mit mehreren Leuten von der Interessengemeinschaft, darunter einem pensionierten Kriminalpolizisten. Der Zeuge habe einen neuen silbergrauen Mercedes-Kombi Modell E230 mit großem Pferdeanhänger bei der Kreuzung in Fahrtrichtung der Höhle stehen gesehen und habe angehalten, um sich das Auto genauer anzusehen. Dabei will er einen Mann und eine Frau beobachtet haben, wie sie mit zwei Damenvelos, also Damenfahrrädern, hantierten. Die Frau soll beim Anblick des Zeugen erschrocken reagiert haben. Das Paar lehnte Hilfe ab. Darauf fuhr der Zeuge mit seinem TÜV, also seinem Mofa, weiter. Alle Ermittlungen verliefen im Sand. Diese Beobachtung, kurz nachdem die beiden Mädchen zuletzt gesehen wurden und die Beschreibung der beiden Personen, passend zur bisherigen These, wonach der Fahrer des silbergrauen Mercedes etwas mit dem
Verschwinden der beiden Mädchen zu tun haben könnte. Der damals 38-jährige Architekt galt früh als Hauptverdächtiger, saß ein halbes Jahr in U-Haft. Doch die Polizei konnte ihm eine Beteiligung an der Tat nicht nachweisen. Gegenüber Sonntagsblick bestreitet der heute 75-Jährige die Aussage des Zeugen vehement. Er sei zwar mit Auto und Anhänger an der Kreuzung gewesen, habe aber nie angehalten, betont er. Auch die Ermittlungen gegen andere Verdächtige verliefen im Sand. Einem Gastwirt und nebenamtlichen Höhlenwart, einem Chauffeur und einem weiteren Höhlenwart konnte die Polizei nichts nachweisen. Die Frage ist jetzt, warum hat der Zeuge seine Beobachtung nicht früher gemeldet? Sein Töffli war frisiert, also sein Mofa war frisiert. Der Polizei war er nicht wohlgesonnen, glaubt Benz. Zudem habe der Zeuge damals der Beobachtung keine Bedeutung beigemessen. Es müssen mehrere Personen gewesen sein. Erst das Buch Hoffen auf Aufklärung des früheren Sonntagsblick-Redaktors Walter Hauser inspirierte den Zeugen zu seiner Aussage. Im Buch trägt Hauser unter anderem die Indizien zum Kristallhöllenmord zusammen. Die Zeugenaussage passt auch zur Analyse des deutschen Profilers Axel Petermann. Er recherchierte im Sommer vor Ort und kam zum Schluss, dass zumindest beim Verstecken der toten Körper mehrere Personen beteiligt gewesen sein müssen, denn die Filzplatte, unter der eines der Opfer versteckt war, wog über 300 Kilo. Der entscheidende Hinweis fehlt also noch. Thomas Benz und seine Mitstreiter bleiben auf jeden Fall dran. Wir wollen die Wahrheit, betont er. Also, zum einen, jetzt gehe ich erst mal von hinten her. Die Sache, also das Gewicht der Felsplatte, das steht auch an manche, habe ich ja gelesen, da steht mal über 50 Kilo. Und dann steht hier über 300 Kilo. Und dann lese ich aber, dass der Petermann gar keine Akteneinsicht bekommen hat. Also, das ist alles wischiwaschi und grundsätzlich gilt. Ich habe eine Sache, die ich immer wieder gegen die Öffentlichkeit habe, dass ihr seid in einem Punkt ganz besondere Idioten. Und zwar, dass ihr regelmäßig einem Täter viel, viel, viel zu wenig zutraut, was eine einzelne Person schaffen kann. Viel zu schnell heißt es, das kann ein Einzelner gar nicht. Blödsinn, 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 Blödsinn. Das war auch so im Fall dieses Mädchens Cassandra, wo ein banaler Kanaldeckel gehoben werden musste. Fall Cassandra. Der Hanne. So ein Deckel, den haben wir früher als Kinder gehoben. Den habe ich gehoben als Kind beim Spielen, als ich gerade in der Schule war, vielleicht mit 7, 8 Jahren. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Und was damals das dumme Volk rumgelabert hat, da müssen mehrere Personen und bla bla bla. Versteht ihr, ihr seid hier kollektiv dumm. Das natürliche für euch als Gesellschaft ist hier die Dummheit. Es gibt was anderes, das ich beruflich, ich habe 30 Jahre Gartenlandschaftsbau gemacht und da ging es auch ums Hecke schneiden und das ist etwas, der normale Mensch, versteht ihr, ich vergleiche das gerne mit
manche Sachen, wie, sage ich mal, Kind, wie eine Frau mit Babys umgeht, da muss sie ein paar, damit die Menschheit eine Chance hat, dürfen hier Frauen nicht instinktiv alles falsch machen, sondern sie müssen instinktiv zumindest vieles richtig machen. Sonst wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. So. Aber das Heckeschneiden ist etwas, wo instinktiv der normale Bürger das Falsche macht. Ja. Das ist jetzt etwas, ich will jetzt nicht zu sehr ins Hecke schneiden, aber instinktiv lassen die Leute ihre Hecke zu breit werden, weil sie sie verstehen nicht die Zusammenhänge. Wenn man jetzt, ich hab jetzt leider kein Bild, aber wenn man jetzt diese Hecke, wenn man jetzt, also so eine Hecke, wie man sie jetzt hier sieht, man sieht jetzt nicht, wie breit sie ist, aber solche Hecken können im Extremfall auch mal 2 Meter breit sein, sag ich mal. Bloß mal sagen, also die ist jetzt nicht 2 Meter breit, aber sagen wir es einfach mal, gehen wir mal davon, von dem Fall aus. Die kann 2 Meter breit sein, aber seht ihr, hier ist sie grün, und hier sieht man schon ein bisschen braun. Das heißt, diese Hecke, die ist mit Sicherheit nicht 2 Meter breit, aber in ähnlichen Fällen kann es sein, die ist von außen her, ich sag mal, auf 10 Zentimeter nur. 10 Zentimeter nur von außen her grün und dann wird sie braun. Und innen ist alles braun, weil sie innen kein Licht bekommt. So. Und das ist etwas, das passiert nicht über Nacht. Und die Leute lassen sich abschrecken und sagen immer, ja, weiter kann ich nicht schneiden, weil da kommt's braune. Das ist richtig, insoweit, dass es gibt Hecken, die erholen sich nicht, wenn's ins braune schneidest. Zum Beispiel Zypressenhecken, oder so. Es hängt immer oft auf der Kippe, aber andere Hecke, zum Beispiel Liguster oder Eiberhecke, da ist es wichtig, sie praktisch sich nicht von diesem Horizont, der sich bildet, praktisch die Hecke ist nicht tot, sage ich mal, sondern sie bekommt kein Licht. Und man muss unbedingt frühzeitig schon die Hecke ganz bewusst schmal halten. Und das kapieren die Leute nicht. Sie haben eine Hecke, die ist, wie gesagt, wenn die 2 Meter breit ist, dann kann sie auf der einen Seite 10 Zentimeter grün sein, auf der anderen Seite auch 10 Zentimeter grün und dazwischen 1,80 Meter braun. Aber durch richtiges Schneiden wäre das nie so gekommen, und die meisten Hecken kann man auch wieder zurückführen. Man kann eine Hecke, die 2 Meter breit ist und der halbe Gehweg, das macht die jetzt hier nicht, aber in einem anderen Fall, die der halbe Gehweg zumacht, kann man auf 2 Mal praktisch wieder schlank machen, auf eine Breite von 30 Zentimeter, wenn man will. Man kann eine Hecke, die 2 Meter breit ist und innen auf 1,80 Meter Breite braun ist, kann man wieder zu einer Hecke machen, die insgesamt nur 30 Zentimeter breit ist. Und zwar, man muss es in 2 Schritte machen. Zum Beispiel macht man so, dass man zuerst innen
es radikal zurückschneidet, bis fast bis auf die Mitte. Dann beim nächsten Mal, also und dann erholt sich das wieder und wird dann grün, aber wie gesagt, nicht alle Hecke. Also Liguster geht es, Eibe geht es gut, bei Lorbeerhecke geht es, aber bei Thuja und bei Zypresse, da kann man es nicht. Da kommt auf der Einzelfall an, da kann man so nicht am Bürger sagen, mach das so, und weil dann kann es wirklich kaputt gehen. Also, aber ich will es nicht zu weit in die und dann eben zeitversetzt, wenn die eine Seite sich total erholt hat, nach was weiß ich, 2 Jahre oder so, dann kann man es auf der anderen Seite auch machen. Und man kann das auf jeden Fall wieder rückgängig machen. Und man muss eine Hecke von Anfang an konsequent schmal halten. Und man darf eine Hecke nicht nur mit der Heckeschere schneiden, man muss auch mit der Astschere, sage ich mal, und vor allem, wenn man sowas macht, muss man dann, man muss manchmal die Hecke von, also wenn man sie enger machen will, muss man sie oben, die kann jetzt, sage ich mal, 3-4 Meter hoch sein, dann muss man sie von oben her richtig massiv einkürzen, dass man richtig, na gibt's wie ein Loch von oben her sozusagen, weil innen ist ja alles kahl, dann kommt das Licht rein und dann erholt sie sich auch innen schon mal etwas. Und dann, wie gesagt, und dabei gleichzeitig eine Seite ganz machen und so weiter, und dann zeitversetzt. Also so kriegt man es hin, und man muss eine Hecke auch so schneiden, dass man manchmal, also nicht nur mit der Heckeschere, sondern manchmal auch mit der Astschere einzelne Zweige so rausnehmen, damit man nicht eine so geschlossene Wand bekommt, weil mit der Heckeschere verzweigt sich's. Man bekommt dann etwas, wo hier nach außen total Licht, also das Licht überhaupt nichts reingeht. Das kann wirklich sein, dass man dann der Bereich, der wirklich grün ist, der ist ja vielleicht manchmal nur 5 Zentimeter. 5 Zentimeter ist außen wie so eine Haut aus grünen Zweigchen, und innen ist alles total tot. Was heißt tot? Ja, also ohne irgendwas Grünes, weil die Leute nicht verstehen die Rolle, die Licht spielt für eine Pflanze. Und ja, also sie machen wirklich, alle Leute machen bei ihrer Hecke instinktiv alles falsch, eigentlich, ja. Das ist jetzt etwas, das kann man anschauen. Die ist jetzt noch nicht so, ist auch noch nicht so breit. Über die Hecke will ich jetzt nicht schimpfen. Aber insgesamt kann man sagen, also dann sagen wir, so gut wie alle Leute machen bei ihrer Hecke alles falsch. Das ist etwas, das ist nicht normal, sag ich mal, dass jetzt alle Leute, wenn sie jetzt irgendwo Laien sind, dass sie instinktiv alles falsch machen. Da gibt's ein paar Sachen, und zum Beispiel auch die Sache mit dem Rollrasen. Die Erwartung an einen Rollrasen stellen die Leute sich vor, naja, das ist wie, man hat jetzt einen Boden und da legt man einen Teppich drüber und dann ist es gut sozusagen. Aber ein Rollrasen, das ist etwas Lebendiges. Und wenn man jetzt einen hässlichen Rasen erst hat, so, und denkt, naja, da lege ich jetzt einen Rollrasen drüber, dann habe ich auf Dauer etwas Schönes. Das funktioniert so nicht, sondern man muss den Standort verbessern. Man muss, wenn es was weiß ich zu nass ist, muss man das Sand reinarbeiten oder noch mehr was mit Drainage machen. Und man muss auch, wenn er nicht gut genug gedüngt ist, muss man das machen, weil
du legst zwar diesen Rollrasen drauf, aber das ist, der wird mit der Zeit so wie der schlechte Rasen, der vorher dort war, weil der Rasen sich an den Standort anpasst. Das ist nicht etwas, was man, das, wo man sagen kann, ja, man legt nur was drüber, das funktioniert so nicht. Und das sind Sachen, das verstehen die Leute auch grundsätzlich von vornherein falsch. Sie denken alle an dieses Prinzip, ja, das ist wie, man legt einen Teppich drüber und dann hat man den Teppich, den man gekauft hat. Ja, das könnt ihr so machen. Ihr könnt euch einen Teppich kaufen und könntet es über den vorhandenen Boden drüber legen und dann ist der Teppich so, wie ihr ihn gekauft habt. Aber es könnt ihr nicht mit dem dieses Prinzip funktioniert so nicht mit dem Rollrasen. Und das ist etwas, wo alle Leute das Falsche denken. Ganz natürlich. Und deshalb boomt auch das Rollrasen so, weil die Leute mit völligem, mit ihrem, wie sie Gott geschaffen hat, sind sie, also ich will es nicht Gott verantwortlich machen, aber das ist eine Dummheit, die einfach, wo allen Leuten in die gleiche Dummheit reinrennen, einfach aus natürlichem Trieb, sage ich mal. Und wie habe ich jetzt diesen Kristallmordfall verlassen? Und habe so lange gelabert, jetzt muss ich mal was zum Essen holen. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was ich genau gemeint habe, aber man könnte so sagen, die Leute fallen irgendwie von Natur aus auf den Petermann seinen Blödsinn rein. Weil ich den für einen Experte halte. Also, ich weiß nicht mehr, wie ich es genau gemeint habe. Jetzt schließe das mit der Hecke. Scheiß Hecke. Ach so. Sie denkt, dass die Leute immer denken. Das war's. Dass die Leute immer denken. Ein Täter brauchte noch einen Helfer. Das war zu schwer für eine Person. Leute, mit diesem Blödsinn, mit diesem saugranatemäßigen Blödsinn, da quält ihr mich schon wirklich viele Jahre. Und da kam auch raus. Es war ein junger Kerl war's. Ein Knabe. Und ich habe noch viel früher solche Deckel gelupft. Das ist nicht schwer, ihr Deppen. Aber etwas, was auch immer wieder ist, ist die Sache, wo ich mich da aufgeregt habe über den Valentin. Die dummen Weiber da draußen, die, es ist ja gut, in einer gewissen Weise haben sie, ist etwas Gutes dran. Sie sind so solidarisch. Sie sagen, sie sind ganz begeistert, wenn jetzt viele Männer, die so, wo es so nach Arbeit aussieht, wo sie so schöne Uniform haben. Das kann Polizei sein, können Bauarbeiter sein, aber da, das gefällt ihnen, wenn die versuchen, einem Kind zu helfen. Es ist ja auch gut. Es ist ja gut, dass das einfache Volk und auch die dummen Weiber ihre Männer unterstützen. Aber In dieser Ekstase ist es einfach so, da ist dann, wenn dann diese Männer Scheiße bauen, dann wird man, und man kritisiert es, dann ist das etwas, ja, dann werden die Weiber zu Furien.
die wollen nicht. Das ist so eine Harmonie irgendwie und so ein, ja, wir halten jetzt alle zusammen und retten das Kind, wo einfach keine Spielverderber erwünscht sind. Und es ist halt so, wenn diese Leute, die da irgendwas retten wollen oder so, saugranatenmäßigen Blödsinn treiben, dann muss man das kritisieren können. Und das ist auch etwas, wo ich aber immer wieder an der Volksseele praktisch, wo die Volksseele dann aufschreit und wo ich dann der Böse bin. Weil die Masse von euch ist zu dumm, um es wirklich aus eigener Expertise fachlich zu beurteilen. Ob hier sinnvoll gearbeitet wird oder nicht. Und dann werfen sie sich einfach hin an ihre Männchen. An sich ist es und verteidigen die bedingungslos. Und an sich ist es sehr gut, so soll es ja sein, dass die Weiber praktisch, ich sage ja, Weiber geht kochen und unterstützt eure Männchen. Aber das ist auch einfach etwas, wo ich, wo es nicht, ja, wo es um etwas geht, wo irgendwie typisch, wo es irgendwie um typisches Verhalten geht, das sich immer wieder wiederholt. Also wo ich es mit Leuten zu tun habe, wo es nicht darum geht, dass es jetzt rein individuell ich mit einem Idiot zu tun habe, sondern wo ich mit einer etwas zu tun habe, wo einfach so aus der Gesellschaft heraus sich immer wieder wiederholt. Ja. Okay. Aber gut, das ist jetzt zu dem Thema, ob es eine Person war oder mehrere. Eine Person kann regelmäßig viel mehr als der dumme Durchschnittsbürger, der kriminalistisch sich irgendwas zusammenreimt, denkt. So viel mal und wenn es jetzt also irgendwo steht über 50 Kilo, der andere sagt 300 Kilo, aber sagt gleichzeitig, hat keine Akteneinsicht. Also 300 Kilo so hochheben, so vor dem Körper, das können nicht mal irgendwelche Athleten. Aber selbst 300 Kilo irgendwie so auf also eine Leiche hinschmeißen und eine Platte, die 300 Kilo wiegt, so da drauf wursteln, das kann auch ich. Weil da hebt man mal an der einen Seite, zieht ein bisschen rüber, dann an der anderen. Also ich wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel so eine Beton . 250 Liter. So.
wenn das jetzt mit Schotter gefüllt ist, zum Beispiel sowas, dann wiegt das 500 Kilo. Also, wenn es mit Beton, mit nassem Beton gefüllt ist, wiegt es noch mehr. Aber wenn es mit trockenem, mit Schotter gefüllt ist, wiegt es 500 Kilo. Das kann ich, wenn das jetzt irgendwo auf der Straße steht oder so, das kann ich, was weiß ich, das kann ich nicht so ziehen, dass ich damit gehen kann, in Schrittgeschwindigkeit. Aber ich kann es mit einzelnen Rucken bewegen. So. 500 Kilo. Also ich kann das zum Beispiel 10 Meter weit von A nach B verschieben. Wo dann viele auch denken würden, das ist jetzt wirklich nicht so leicht, sage ich mal. Aber selbst mit 500 Kilo geht es. Und selbst wenn so eine Platte 300 Kilo wiegen würde, dann kann ich die auf eine Leiche drauflegen. Weil ich muss sie ja nicht so in die Luft heben bis zur Decke und dann wieder langsam runterlassen, sondern so mit Ruck hin, Ruck her. Selbst wenn es 300 Kilo wiegt. Und deshalb ist das etwas, was ich euch als Volk einfach austreiben will. Kommt man nicht zu schnell damit, dass irgendwas zu schwer wäre für eine Person. Kommt man nicht mit diesem Blödsinn. So. Wobei ich nicht ausschließe, dass es mehrere Personen gegeben hat. Aber das muss nicht sein, nicht mal bei 300 Kilo. Aber das ist typisch für den Petermann. Der tut sich irgendwelche Rahmenbedingungen frei aus der Luft heraus als Schnapsidee erfinde, die gar keine Notwendigkeit darstellen. Mal ist es, dass der Täter Ortskenntnisse gehabt haben muss. Der kann gehabt haben, aber du kannst auch einfach, sag ich mal, hast eine Leiche hinten drin, fahrst, was weiß ich, 20 Kilometer in dann siehst du da einen Wald, du warst noch nie dort, dann siehst eine Straße, die da reinführt, dann fahrst halt einfach mal rein und dann biegst zweimal ab und dann bist du an einem Ort, wo du noch nie warst, schmeißt die Leiche dort ins Gebüsch und fahrst wieder weg. Und da kommt der Petermann und sagt, oh, der Täter muss Ortskenntnisse gehabt haben, sonst hätte er diesen Ort nie gefunden. Blödsinn. Er hat ja diesen Ort gar nicht gesucht. Er ist ja einfach einmal auf gut Glück abgebogen, dann nochmal abgebogen und dann hat er die Leiche rausgeschmissen. Er hat doch den Ort gar nicht gesucht, versteht ihr? Aber das sind Sachen. Der Petermann ist etwas, der ist ein Symbol für eine Epoche einer Idiotengesellschaft. Für wirklich eine ganz dunkle Zeit. Man redet ja vom dunklen Mittelalter, aber die Zeit, in der ihr Idiotengesellschaft den Petermann angehimmelt hat, das ist noch dunkler als das dunkelste Mittelalter, sage ich mal, was das Thema Verstand angeht. Okay. Also, und ansonsten ist es in dem Artikel eben, ja, es geht um den Zeugen. Man kann sich über hier natürlich aufregen. Dieser Zeuge klärt, wenn er die Wahrheit sagt, klärt er mit dieser Aussage diese Tat. Bin ich zu 100% sicher, dass es dieser Typ war, dieser Architekt, ja.
Wie das dann mit der Verurteilung ist und was verjährt und so, das ist das andere, aber das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Das ist es praktisch. Der hat die Fahrräder zurückgebracht. Die Mädchen, weil das ist ja auch etwas, versteht ihr? Die Mädchen sollen ihre Fahrräder ja praktisch, nimmt man an, die haben ihre Fahrräder stehen lassen und sind vom Täter wohin gelockt worden. Blödsinn. Das geht doch irgendwie nicht auf, sondern die müssen die Fahrräder mitgenommen haben, ja. Und das erklärt sich eben so, das mag auch sein, dass das Auto mal angehalten hat bei den Mädchen. Es gab ja einen Zeugen, der so ein graues Auto gesehen hat, dort anhalten, aber dann ist der eben praktisch hat er angehalten, hat er mit denen geredet, dann ist er weitergefahren, ist 10 Minuten später mit seinem Anhänger gekommen, mit seinem Pferdeanhänger, hat dort die Fahrräder der Mädchen eingeladen und die Mädchen, die könnten sogar bei der Fahrt auf dem Anhänger mitgefahren sein oder sie steigen zu ihm ins Auto. Dann kam es zur Tat und dann waren die Leichen bei ihm im Pferdeanhänger hat die Mädchen zu sich nach Hause und die sind aber dann bei ihm gelegen und dann hat er aber eben auch die Fahrräder gehabt, der Mörder, und hat dann die Fahrräder zurückgebracht. Das, was der Zeuge gesehen hat, ist, dass nach dem Mord der Täter und offenbar dann auch seine Frau als Komplizin eben die gemeinsam die Räder zurückgebracht haben. Das ist es. Versteht ihr? Das wäre die Erklärung. Das wäre die Erklärung für diesen Mord. Damit ist alles erklärt. Also das ist Bullshit mit mehreren Personen. Jetzt gehen wir nochmal an den Anfang. Ein Anwohner hatte beobachtet, wie sie bei der Kreuzung im Weiler Kobelwies standen. Ein paar Minuten später hielt ein silbergraues Auto bei den beiden. Danach verlor sich die Spur der Mädchen. Also, dann muss man sich so vorstellen, das silbergraue Auto war das silbergraue Mercedes, weil dieser Verdächtige hat es ja zugegeben, dass er da praktisch silbergraue Mercedes-Kombi. Und das was eben noch entscheidend ist, der damals 38-jährige Architekt galt früh als Hauptverdächtiger, saß ein halbes Jahr in U-Haft. Doch die Polizei konnte ihm eine Beteiligung an der Tat nicht nachweisen. Gegenüber Sonntagsblick bestreitet der heute 75-Jährige die Aussagen des Zeugen vehement. Er sei zwar im Auto und Anhänger an der Kreuzung gewesen, habe aber nie angehalten, betont er. Also, das ist es. Der gibt sogar zu, dass er mit dem Anhänger auch noch an der Kreuzung war. Also, und wenn man dann ein Auto hat, also auch eben das so ein silbergraues Auto, hat ein anderer Zeuge gesehen, dann passt hier einfach alles zusammen. Hätte man jetzt diese Aussage noch gehabt, damals, als der im Gefängnis saß als Hauptverdächtiger, dann sage ich, dann hätte man hier auch einen Indizienprozess gewinnen können und dann wäre der Fall jetzt geklärt. Ja, das ist es. Wenn der Zeuge die Wahrheit sagt, dann hat man den Täter. So. Okay, also, dass ich das mal, aber wenn jetzt heute,
Wenn jetzt heute praktisch jemand sich informiert, Kristallhöhlenmord oder so, was sind, dann bekommt er eben einen völlig falschen Eindruck, als ob das einfach noch völlig offen sei und man weiß nichts und so. Nein, der Fall ist als geklärt anzusehen, wenn dieser Zeuge die Wahrheit sagt. Und insgesamt deckt sich das ja mit allem anderen. Was halt tragisch ist, wenn's drum geht, praktisch, warum hat dieser Depp das so lange verschwiegen? Weil er ein frisiertes Mofa gehabt hat, ein Töffli. Das ist wirklich tragisch. Ich meine so, es muss einerseits will man ja so einen Typ in der Luft zerreißen. Andererseits muss natürlich immer noch, sage ich mal, wenn er sich freiwillig meldet, das spricht ja für ihn. Es ist tragisch, dass er so ein Arschloch gewesen ist, so ein Vollidiot, dass er das mit sowas nicht zur Polizei ist, weil er befürchtet hat, irgendwelche Nachteile wegen einem frisierten Mofa. Das ist wirklich das Letzte. Aber klar, er hätte es ja auch jetzt praktisch, wenn man ihm den Kopf abreißt, dann signalisiert man ja anderen Leuten in ähnlicher Situation, dass sie sich besser nicht zur Wahrheit bekennen. Deshalb muss man es ja anerkennen. Aber ja, also der Fall ist gelöst. Eigentlich. Man muss hier praktisch, das geht nicht, wie die Berichte sind. Heute muss sich alles um diesen Zeugen drehen. Und das tut's nicht. In einem einzigen Bericht wird der Zeuge erwähnt. Und dieser Petermann erzählt heute noch seine Scheiße von seinem blöden Buch. Mit diesem Zeugen ist alles anders. Versteht ihr, im ersten Moment, es ist ja so, Zeugen sind ja vor Gericht, gelten ja als Beweis. Das ist ja auch richtig. Ich sag mal, es ist ja nicht die Regel, dass ein Zeuge lügt. Das ist ja nicht die Regel. Sonst hätten ja Zeugen in einem Prozess gar kein Gewicht. Das hätten sie aber. Grundsätzlich ist in dem Moment, wo es ein Zeuge gibt, ein klares Übergewicht, sage ich mal, in die Richtung, dass der Zeuge auch die Wahrheit sagt. So, dass der Zeuge lügt, ist eher die Ausnahme, weil sonst könnte man ja das Thema Zeuge ganz abschaffen. Aber zu Recht haben Zeugen ein gewisses Gewicht. Es ist gut, dass man Zeugen hinterfragt und so, aber wenn Zeugenaussagen total schlüssig sind und so weiter, und das sind sie ja hier, dann gibt es auch ein klares Übergewicht in der Richtung. Und das sage ich auch. Also für mich ist dieser Fall noch nicht bewiesen, aber mit dem Gewicht einer Zeugenaussage eben doch irgendwie bewiesen und geklärt. Ja. Man muss es eben mit eine gewisse Einschränkung muss man anbringen, ja, sage ich ja, wenn der Zeuge die Wahrheit sagt, aber ansonsten, ja, der Fall ist an sich geklärt. So. Und ja, jetzt nochmal zu dem Ding zurück. Ja, aber dass er selber zugibt, er hatte diesen Anhänger dabei und
Also das ganz, ganz stark geht es in die Richtung, dass er es war. Und ja, die Fahrräder sollten dort stehen. Die sollten praktisch, dort sollte die Spur der Mädchen enden. Aber in Wahrheit hat der wohl die zuerst mit dem Auto angesprochen. Das hat der eine Zeuge gesehen. Und dann ist er wieder gekommen mit dem Pferdeanhänger. Hat die Mädchen mitgenommen, hat ihnen irgendwas versprochen. Vielleicht, dass sie sich verfahren haben und er sie auf den rechten Weg bringt. Das muss gar nichts zu tun gehabt haben mit dieser Kristallhöhle. Und dass er sie dann irgendwo, entweder, oder hat er gesagt, ihr bekommt bei uns, weil er hat ja noch die Frau als Komplizin dann hätte dann gehabt, dass man gesagt hat, ja, ihr könnt bei uns noch was essen und dann bringen wir euch da und dorthin. Und dass die Tat dort im Haus war bei denen oder dass sie so irgendwo eine abgelegene Stelle gebracht haben, als dort ein Tatort gab. Wie sind die Mädchen gestorben? Er erwürgt wahrscheinlich eine oder so. Aber wenn es auch Blut gab, dann hätte man eben den Anhänger als Tatort untersuchen müssen sogar. Vielleicht ist es im Anhänger passiert. Oder es ist eine blutige Leiche transportiert worden. Also das ist die Frage, hat man den Anhänger, letzten Endes Pferdeanhänger, wer weiß, vielleicht steht er sogar noch irgendwo. Ja, also das ist ja immer der Dings praktisch, der Ansatz, dass man noch auch noch versucht, überlegt, wo kann man heute noch einen Beweis finden. Die Wohnung dieses Tatverdächtigen, die wird man ja wohl kriminaltechnisch überprüft haben. Aber was ist mit dem Anhänger? Ja, können wir jetzt natürlich sagen, ja gut, aber wahrscheinlich nach so vielen Jahren, ja scheiß drauf. Der Anhänger, oder sagt man, ja, aber den gibt's doch sicher nicht mehr. Das ist nicht sicher, versteht ihr? Der kann noch, und wenn er irgendwie als Schrott-Dings irgendwo steht, und dann ist es noch so, Pferdeanhänger ist ja geschlossen, also... Da ist es ja noch eher, sage ich mal, dass irgendwelche Spuren sich erhalten können. Der kann noch irgendwo als Schrottdings hinter einer Scheune stehen. Das ist nicht ausgeschlossen. Also, das kommt jetzt noch dazu. Fällt mir jetzt spontan ein. Es kommt zu dem Ganzen noch dazu, die Möglichkeit, das heute noch zu klären mit einer indem er diesen Anhänger überprüft. Und was da eure Verjährung da angeht, also ihr Schweizer geistige Hosenscheißer, was fällt euch ein auf dem Planet vom Weltführer mit solchen Scheißgesetzen hier da? Müssen wir mal hier die Schweiz mal vornehmen. Also, Schweizer Idiotenvolk. Ich sag's ja, man muss das ein bisschen globaler sehen. Das ist der Planet des Weltführers. So. Schauen wir nochmal Babysitterkratie. So. Und was hat der Weltführer schon vor vielen Jahren gesagt, schon im Jahr 2020? Seine Exzellenz, der geistige Babysitterator in der globalen Babysitterkratie. Und da geht es eben darum, dass der Computer langsam ist. Auf.
Ja, was denn? Okay, also hier steht Babysitterkratie für Nationen, die mal groß und stark werden wollen. Jetzt muss man euch geistige Hosenscheißer das natürlich erklären. Hier haben wir den Bundesadler. Und man sieht aber, die Arme des Bundesadlers sind dicker als normal. Da sieht man, die spannen geradezu, die sind richtig muskulös. Ein richtig starker Bundesadler. Und weshalb? Weil, wenn der Weltführer sich mit diesen kleinen geistigen Hosenscheißerchen eben befasst, dann, und sie füttert, dann werden sie mal groß und stark. So. Also, damit ist die Brücke geschlagen zwischen diesen kleinen Hosenscheißerchen und den Nationen der Erde. Gut, haben jetzt nicht alle einen Vogel als Wappen, aber das kann man auch übertragen auf andere Viecher. So. Und in diesem Sinne, was hat denn die Schweiz? Die Schweiz, die hat ja nur so ein Kreuz da, gell? Die Schweizer, gut, man muss das jetzt nicht aufs Wappen. Ich habe es halt in Anlehnung ans Wappen. Aber ihr seid eben meine geistigen Hosenscheißer, auch in der Schweiz. Und ja, und ich sage euch eben, das hört auf mit dieser Verjährung da von Mord. Bei Mord verjährt sich nichts. Also, das ist meine, und das ist jetzt ein Befehl, eure komische Verfassung oder was immer ihr habt, zu ändern. Eure Gesetze, so ein Blödsinn hier. Also, die Schweizer habe ich zu lange an der langen Leine gelassen. Es war mir gar nicht bewusst, dass ihr solche beschissenen Gesetze habt. Ihr Schwachköpfe. Ja. Auf der Karte haben wir das jetzt noch nicht angeschaut. Oberried hat es, glaube ich, geheißen. Und es ist so in der Nähe vom genau. Ja. Ja, also der Weg, diesen Fall heute noch zu lösen, ist der Anhänger. Und wo ist jetzt die komische Kreuzung gewesen? Aber der hätte ja irgendwo in der Nähe gewohnt, der Architekt. Das heißt, dann in dem Fall hätte er gar keine
gar keinen Transportmittel gebraucht, sage ich mal. Gut, sage ich mal, das kann auch sein, dass er dass die Tat irgendwo, also nicht zu Hause war, und er dann praktisch die Leichen doch erstmal mit dem Pferdeanhänger transportiert hat und dann nach Hause und von zu Hause, wenn er jetzt zum Beispiel hier wohnen würde, was ist denn das? Wenn er hier in der Nähe wohnen würde, der Architekt, dass er es dann von dort zu Fuß verbracht hat, aber zu sich nach Hause zuerst eben doch der Anhänger zum Einsatz kam. So könnte man da Überlegungen anstellen. Also, der Anhänger, wenn man davon ausgeht, dass die Polizei ja nicht so blöd sein kann, bei einem Haus etwas an unter Überprüfung ausgelassen zu haben, aber der Anhänger, der steht erst jetzt so im Fokus durch den neue Zeuge. Und jetzt ist es eben die Frage, keine Ahnung, ob das Haus ist. Und was weiß ich, da hinten, da stehen ja Anhänger vielleicht. Was ist denn das? Container oder dessen Anhänger? Das sind auch Anhänger, glaube ich. Da kann gut sein, dass da auch noch irgendwo ein alter Pferdeanhänger von, was weiß ich, wie alt. Und es ist nicht ausgeschlossen. Ansonsten ist eben mein Beitrag, dass das dumme Volk eine Hilfestellung bekommt, dass praktisch wie sie praktisch mit den Medienberichten umgehen sollen, dass das, was man hier stößt, dass das einfach nicht da dass dieser Artikel mit dem neuen Zeugen eben alles verändert hat und das aber nicht rauskommt heute. Okay, jetzt sehe ich, es gibt noch weitere Videos, was da ein kurzes. Kristallhöhlenbesucher. Das wäre mir jetzt egal, was die sagen, aber da sieht man vielleicht die Gegend nochmal. Auch 40 Jahre nach dem Kristallhöhlenmord weiß man nicht, wer die beiden Teenager umgebracht hat. Das ist verjährt. Die Meinungen bei den Besuchern von der Kristallhöhle gehen auseinander, ob der Fall wirklich noch gelöst werden könnte. Ich habe das Gefühl schon, weil die Methode hat sich geändert. Ich denke nicht Spurenmaterial. Ich hoffe, man hat es nicht entsorgt. Aber wenn es noch da ist und man könnte den Abgleich machen, natürlich, da könnte man es, ja. Also ich glaube nicht mehr, dass man das rausfindet, weil ich glaube nicht, dass man früher irgendwelche Genspuren genommen hat. Deswegen glaube ich das nicht. Und derjenige kann ja auch schon gestorben sein. Glaube ich nicht, nein. Also, nein, ich denke, da wusste der Chemie irgendein gewisses Biss über und macht ein Geständnis auf den Tod, aber sonst glaube ich nicht, dass der rauskommt, ja. Das ist schwierig zu sagen, oder? Ob sich irgendeiner mal auf dem Totenbett dann mal sagt, ich wissen sie, oder? Die Ermittlungen sollen auf alle Fälle weitergehen, finden viele. Ich denke, dass vor allem für die Eltern auch von diesen Mädchen da vielleicht auch genug tun wäre. Weil, also ich würde mir nicht vorstellen, wenn mein Kind ermordet worden wäre und wir finden nie raus, wer das da war. Ich meine, da ist unglaublich. Ja. Es würde für die Hinterbliebenen oder für die Angehörige von der Verstorbenen wäre es ganz sicher eine Genugtuung. Und es wäre auch ein Signal, dass es halt eben nicht verjährt. Bringen. Im Prinzip, man hätte einfach gewusst, wer es gewesen wäre, oder? So wäre eine Art. Sonst, auf dem gesetzlichen Weg bringt es im Prinzip ja nichts mehr, oder?
Aber eben, ich sage einfach, muss jeder selber mit seinem Gewissen leben. Ansonsten. Also, ich habe Norexan für mich entdeckt. Jetzt auch in Ihrer Apotheke. Es ist der 31. Juli 1982. Es verspricht ein schöner Sommertag zu werden. Entdecke die Black Friday-Angebote von Amazon. Von Elektronik und Haushalt bis Spielzeug. Die 17-jährige Brigitte Meyer und ihre 15-jährige Freundin Karin Gattiker wohnen in St. Gallen. Genauer gesagt im kleinen Ort Goldach. Seit Donnerstag, dem 29. Juli, machen die beiden eine ausgiebige Fahrradtour. Sie sind zu zweit unterwegs. Geplant ist eine dreitägige Tour durch das Appenzellerland, ein Gebiet, das sich vom Bodensee bis zum Sentes erstreckt und vielfältige Natur bietet. Am ersten Tag besuchen die beiden Freundinnen den kleinen Ort Herisau, wo Karins Großmutter lebt. Mit ihr gemeinsam essen sie zu... sehen die beiden Mädchen im Laufe des Vormittags an der Sitter, einem Nebenfluss der Tour. Dort kochen die beiden Mädchen etwas zu essen und waschen ihre Kleidung. An diesem Tag werden die beiden um kurz vor 12 von Zeugen an einer Kreuzung zwischen den Orten Oberried und Kobelwies im Kanton, St. Gallen, gesehen. Der Weg gabelt sich an dieser Stelle. Der Weg zur linken Seite führt nach Eichberg. Der zur rechten Seite... Also das ist jetzt mal sinnvoll, sage ich mal. Der Kerl bringt ja viel Scheiße, aber... Ich wusste, du hättest mich da jetzt auch erst einarbeiten müssen, wo das genau war. Nach Kobelwies. In der Mitte befindet sich ein asphaltierter Weg. Er führt zur Kristallhöhle. Dabei handelt es sich damals wie heute um eine beliebte Touristenattraktion. Während der hintere Teil der Höhle Forschern vor... Aber schauen wir nochmal. Der Weg gabelt... Okay. Das ist das auch mal nach Oberried Kobelwies. Noch besser wäre erst. Okay, also ich habe mir das jetzt, habe mich da jetzt auch zurechtgefunden. Das ist die Karte, wie sie dann später der Insolito da zeigt. Um den Bereich geht's. Jetzt. Nochmal ein bisschen zurück und von da aus wieder. Folgen an einer Kreuzung zwischen den Orten Oberried und Kobelwies im Kanton, St. Gallen gesehen.
Der Weg gabelt sich an dieser Stelle. Der Weg zur linken Seite führt nach Eichberg. Der zur rechten Seite nach Kobelwies. In der Mitte befindet sich ein asphaltierter Weg. Er führt zur Kristallhöhle. Dabei handelt es sich damals wie heute um eine beliebte Touristenattraktion. Während der hintere Teil der Höhle Forschern vorbehalten ist, dürfen Besucher den vorderen Teil der Kristallhöhle besichtigen. Die Zeugen, eine Familie, die die Weggabelung mit ihrem Auto passiert, nehmen die beiden Mädchen im Vorbeifahren wahr und werden später aussagen, dass sie den Eindruck gemacht hätten, als hätten sie sich verlaufen. Brigitte und Karin sollen sich eine Landkarte angesehen und etwas verwirrt gewirkt haben. Die Familie fährt dieselbe Strecke später am Abend zurück. Zwar sieht sie dann gegen 21.30 Uhr noch die Fahrräder der Mädchen am Wegesrand gegen einen Baum gelehnt stehen, Brigitte und Karin selbst sind jedoch nicht mehr zu sehen. Ja, das ist unglaubwürdig, dass sie das alles zurückgelassen hätten auch. Die Überlegung, dass der Täter das Fahrräder zurückgebracht hat, um etwas vorzutäuschen, ist viel plausibler. Baumgelehnt stehen, Brigitte und Karin selbst sind jedoch nicht mehr zu sehen. Das Gepäck der Mädchen befindet sich noch bei ihren Rädern. Noch am Abend des 31. Juli 1982 werden Brigitte Meyer und Karin Gattiker von ihren Familien als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht wie vereinbart nach Hause gekommen sind. Über 150 Freiwillige, Polizisten und Feuerwehrleute schwärmen aus, um die beiden Jugendlichen zu suchen, doch ohne Erfolg. An der Kreuzung verliert sich jede Spur. Taucher, Helikopter und Spürhunde können keinerlei Fährte aufnehmen. Es wirkt beinahe so, als wären... Müssen wir mal schauen. Oboid, Eichberg. So, also jetzt habe ich es nochmal, ich habe es erst immer noch nicht kapiert gehabt, aber es ist die Kreuzung. Die Kreuzung ist es. Da war das Ganze. Jetzt habe ich es kapiert. Und zwar habe ich mir das da nochmal raus aus dem Bild. Und ja. Okay. Das ist das. Spürhunde können keinerlei Fährte aufnehmen. Es wirkt beinahe so, als wären die beiden Mädchen vom Erdboden verschluckt worden. Vom Pferdeanhänger verschluckt worden, Bubi. Am 1. August 1982, also einen Tag nach dem Verschwinden der beiden Mädchen, meldet ein Höhlenwärter einen mutmaßlichen Einbruch in die Kristallhöhle. Das Schloss der Eingangstür wurde entfernt. An diesem Tag werden auch die Räder der beiden Mädchen offiziell gefunden. Allerdings sind sie nicht wie am Vorabend von der Familie beobachtet und später zu Protokoll gegeben gegen einen Baum gelehnt, sondern stehen nebeneinander am Weg. In anderen Quellen wird es so dargestellt, als seien die Räder liegend gefunden worden. Beide Versionen basieren jedoch auf Angaben der Polizei. Ob die Räder wirklich stehend oder doch liegend aufgefunden wurden, lässt sich also nicht mehr mit Sicherheit sagen. Also, die Täter... Die Räder haben für den oder die Täter eine große Rolle gespielt. Und das deckt sich mit dem, was der neue Zeuge berichtet. Da wurde eine falsche Spur. Also, ja, die Mädchen sind mit ihren Rädern, die haben ihre Räder nicht freiwillig zurückgelassen. Sondern, wie gesagt, die Mädchen sind angesprochen worden aus dem grauen Mercedes heraus. Dann ist der Mercedes Minuten später zurückgekommen, aber mit dem Anhänger dran. Dann sind die Mädchen freiwillig mit
ihre Fahrräder sind auch mitgenommen worden. Dann kam es zur Tat und nach der Tat haben die Täter die Fahrräder zurückgebracht. Und wahrscheinlich war es eben so, dass das, was der gesehen hat, dass es der Täter war und es tatsächlich eben um diesen Architekt geht. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Einbruchsspuren an der Kristallhöhle und dem Verschwinden der Mädchen wird zwar untersucht, kann jedoch nicht festgestellt werden. Absolute Repair Molecular mit 2% Peptide Bonder. Am 2. Oktober 1982 nimmt ein Wanderer auf seinem Weg entlang der Kristallhöhle einen beißenden Verwesungsgeruch wahr. Er meldet es sofort der Polizei und diese findet in der Nähe der Höhle den Leichnam von Brigitte Mayer, verscharrt unter einer Steinplatte. Am 3. Oktober wird in einer Halbhöhle ganz in der Nähe auch der Leichnam von Karin Gattiker gefunden. 9 Wochen nach ihrem rätselhaften Verschwinden haben die Familien Mayer und Gattiker nun die traurige Gewissheit. Ihre Töchter sind nicht mehr am Leben. Laut Medienberichten soll das Gelände, auf dem sie gefunden wurden, einem Schweizer Architekten gehören. Die Leichen der beiden Jugendlichen sind schon zu stark verwest, als dass die Gerichtsmediziner damals eine genaue Todesursache hätten feststellen können. Ob ein sexueller Missbrauch vorliegt, kann nicht mehr geklärt werden. Fest steht jedoch, dass die 15- und 17-jährigen Mädchen mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen wurden. Auch der genaue Zeitpunkt des Todes ist nicht mehr festzustellen. Ob Brigitte und Karin also noch am Tag ihres Verschwindens gestorben sind, ist nicht gesichert. Aber durch die relative Nähe zwischen Auffindeort und letzter Sichtung anzunehmen. Anwohner sagen aus, sie hätten in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August Lichter gesehen, die nicht von Autoscheinwerfern, sondern eher von Taschenlampen gekommen seien. Dies hätten die Anwohner auch bei der Polizei gemeldet. In einem Interview von 2016 sagt die Zeugin Irene H. aber, dass ihr vom Bezirksamt gesagt wurde, die Polizei hätte eine solche Aussage nie aufgenommen. Irene H., die selbst in der Nähe der Kristallhöhle lebt, ist sich auch sicher, dass der Täter eine sehr gute Ortskenntnis hatte. Aufgrund dessen, wie die Leichen versteckt waren, muss das jemand Einheimisches gewesen sein. Auf einer der beiden Leichen liegt ein Stift mit dem Aufdruck einer Firma. Wie der Stift dorthin gekommen ist und wem er gehört hat, konnte nie geklärt werden. Im Zuge der Ermittlung nimmt die Schweizer Polizei zahlreiche Personen von Interesse unter die Lupe. Darunter auch einige Angestellte, die in der Kristallhöhle arbeiten, denen aber eine Beteiligung am Tod der Mädchen nicht nachgewiesen werden kann. Ebenso wenig wie einem Chauffeur, der wegen Sexualdelikten vorbestraft ist. Weshalb genau er in das Licht der Ermittlungen rückt, ist nicht bekannt. Aber auch gegen ihn erhärtet sich der Verdacht nicht. 1985 wird auch ein 38-jähriger Architekt aus Kobelwies genauer untersucht. Sein silberner Mercedes soll mitsamt eines Pferdeanhängers an der Kreuzung gesehen worden sein, wo die Fahrräder der Mädchen gefunden wurden. Er wird auch für ein halbes Jahr in Untersuchungshaft genommen, jedoch aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Ein interessantes Detail in Bezug auf den Architekten ist, dass er das betroffene Auto einige Tage nach dem Verschwinden der Mädchen aufgrund kleinerer Defekte in eine Werkstatt gebracht haben soll. So soll sich eine Delle auf der rechten Fahrzeugseite befunden haben. Weiter sei eine der Türen beschädigt und das Auto zerkratzt gewesen. Anfangs sagt der Fahrer aus, die Schäden seien bei einem kleinen Unfall ohne weitere Beteiligte entstanden. Jahre später sagt er aber, ein Unbekannter habe ihm beim Parken den Schaden zugefügt. Die Fahrräder der Mädchen wurden von der Polizei nie auf Unfallschäden untersucht. Aber wäre es vielleicht möglich, dass die Mädchen einen Unfall mit einem Autofahrer hatten Blödsinn. Und daraufhin getötet wurden, um einen Unfall zu vertuschen? Blödsinn. Immer wieder dieser Blödsinn.
Leider ist der Polizei damals gar nicht bekannt, dass das Auto des Architekten in eine Werkstatt gebracht wurde. Dies wird erst 2017 bekannt. Ein weiteres Problem ist, dass der graue Mercedes im Jahr 1985, als gegen den Architekten ermittelt wurde, gar nicht mehr in seinem Besitz war. Er gibt an, den Mercedes habe er bei einem Gewinnspiel gewonnen und zur Probe fahren können, dann aber zurückgegeben. Weder die Fahrzeugunterlagen noch das Auto wurden je aufgefunden. Als Journalisten der schweizerischen Zeitung Blick 2019 bei dem ehemaligen Verdächtigen anfragen, sagt dieser zwar aus, dass er damals mit seinem Auto und dem Pferdeanhänger an der Kreuzung gewesen sei, aber nie angehalten habe. Ein zum Tatzeitpunkt 17-jähriger Automechanik-Auszubildender gibt viele Jahre später an, er habe am Tattag einen Mann und eine Frau sowie einen damals sehr neuen silbergrauen Mercedes-Kombi, Modell E230, in der Richtung der Kristallhöhle stehend bei der Kreuzung gesehen. Dabei hätten die beiden Personen mit zwei Damenfahrrädern hantiert. Als die beiden merkten, dass der 17-jährige Zeuge sie beobachtete, hätte die Frau erschrocken reagiert. Also zumindest hat dieser Insolito greift jetzt diese Sache auf. Das ist jetzt zumindest mal nicht ganz scheiße. Er hat dann noch seine Hilfe angeboten, aber die beiden hätten das Hilfsangebot des Zeugen abgelehnt. Dies deckt sich mit den früheren Aussagen und Beobachtungen des silbernen Mercedes an der Kreuzung. Der Zeuge soll sich angeblich erst so viel später bei der Polizei gemeldet haben, weil sein Motorrad illegal getunt gewesen sei und er somit selbst Angst vor der Polizei gehabt hat. Die Polizei sucht auch nach dem Passanten, der auf dem Weg von Brigitte und Karin zu Karins Großmutter das letzte Foto der beiden Jugendlichen gemacht haben soll und ruft ihn dazu auf, sich bei der Polizei zu melden. Doch dies geschieht nicht. Bis heute ist nicht bekannt, wer der Mann ist, der Brigitte und Karin unterwegs fotografiert hat. Der Fall wird 1993 bei Aktenzeichen XY besprochen. Und eine Belohnungszahlung von 25.000 Schweizer Franken wird ausgelobt. Es gehen etwa 40 Hinweise ein. Darunter auch der eines Mannes, der die beiden Mädchen in der Nähe des Ortes, an dem später ihre Leichen gefunden wurden, gesehen haben will. Dabei soll ein Mann mit einem grauen Auto bei ihnen gewesen sein. Wie glaubwürdig diese Zeugenaussage ist, ist schwierig einzuordnen. Immerhin kam diese Zeugenaussage auch erst ein Jahr später bei den Ermittlern ein. Bei Recherchen in einem anderen Fall aus dem Jahr 2007 wird festgestellt, dass der spätere Mörder Urs Hans von Esch, der für den Mord an der 5-jährigen Jelena L. verantwortlich gemacht wird, bis 1990 in St. Gallen, also in der Gegend in der Das ist jetzt alles Bullshit, denke ich mal. Okay. Na gut, die Polizei, kommt noch was? Nein, lass es mal laufen. Karin und Brigitte verschwanden, lebte. Von Esch stirbt jedoch nur wenige Stunden nach der mutmaßlichen Entführung von Elena durch Selbstmord und kann dementsprechend nicht mehr zu den Kristallhöhlenmorden befragt werden. Blödsinn. Anfang der 90er Jahre wird das Ermittlungsverfahren im Kristallhöhlenmord eingestellt. Im Laufe der Ermittlung wird vor der Einstellung des Verfahrens auch ein Beamter suspendiert. Laut Medienberichten steht er im Verdacht, der Ehefrau des verdächtigen Architekten wichtige Informationen bezüglich der Ermittlungen zugespielt zu haben. Auch habe er Zeugenaussagen nicht wie gewöhnlich behandelt. Mehr zu diesem Beamten ist leider aber nicht bekannt. Deswegen kann man daraus auch keine wirklichen Schlüsse ziehen. Anders als in Deutschland verjähren Kapitaldelikte in der Schweiz und 30 Jahre nach der mutmaßlichen Tat damit auch der Mord an Brigitte Meyer und Karin Gattecke. 2012 werden aus diesem Grund sämtliche Asservate, die sich noch im Besitz der Polizei befanden, vernichtet. Somit sinken natürlich die Chancen, einen Täter im Mordfall der beiden Teenagerinnen ausfindig machen zu können. In der Schweiz bricht infolge der Verjährung eine große Debatte über dieses Prinzip aus. Doch der Artikel 97 des Strafgesetzbuches sieht auch noch heute eine Verjährung von Morden nach 30 Jahren vor. Bis heute rätseln zahlreiche Hobbydetektive und insbesondere Anwohner über den mutmaßlichen Mord an Brigitte und Karin. Vor allem, weil angenommen wird, dass der Täter eine gute Ortskenntnis gehabt haben muss. Als der Profiler
Axel Petermann den Fall 2016 noch einmal aufrollt, schreibt er in einem seiner Bücher über den Täter im Kristallhöhlenmord: Für die Menschen im Dorf ist der Täter kein Fremder. Und damit sind wir schon am Ende des heutigen Videos. Okay. So, dann habe ich halt noch geschaut, was hat es einen Architekten in Kobelwies dort hinten. Da gibt es so eine Firma 4D Holzarchitektur. Und das ist natürlich dann ganz in der Nähe. Wenn man jetzt schaut, hier. Weiß natürlich nicht, ob das der Architekt ist, der da gemeint ist, aber das ist natürlich, hier ist es passiert, an dieser Kreuzung, hier, und das sind ein paar hundert Meter, das sind, was, wenn man jetzt schaut, von hier Entfernung messen bis hier, sind 500 Meter, 540 Meter. Also das ist natürlich ganz in der Nähe. Ja, da können jetzt Leute noch was beitragen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Architekt es ist und was genau, wo es genau sein Grundstück ist. Aber es hat ja geheißen, der Verdächtige hat das Grundstück, wo die Mädel gefunden wurde, gehört ihm. Und das heißt, hier ist die Kristallhöhle, dann müsst ihr hier irgendwo ein Waldstück haben oder gehört ihm auch noch das Haus. Also das sind jetzt selber Infos, die können jetzt andere noch beisteuern. Aber ja, an sich spricht tatsächlich alles für den Typ. Und ja, das wäre jetzt von daher nichts Neues. Aber was eben bemerkenswert ist, dass dieser neue Zeuge, damit wäre ja alles klar und dass das irgendwie einfach nicht richtig in der Öffentlichkeit dargestellt ist, dass der Fall damit einfach gelöst wäre, ja. Ja gut, was soll man jetzt noch labern? Soweit dazu.